Sprengmeister René Kraus beim ungewöhnlichsten Einsatz seiner Karriere. Mitten in Wiesbaden zündet er Böller. Gegen diese Vögel. Es sind Starre. Star Wars in der City sozusagen. Aber von vorn. Immer wenn es dämmert, kommen sie. Und zwar zu Tausenden. Ihr Lieblingsübernachtungsplatz, die Bäume an diesem Spielplatz. Das wäre ja kein Problem. Wenn nicht... Ach du Schei. Igitt. Da war ich eine halbe Stunde zu spät von der Arbeit und dann waren die Vögel schon da und man hat es nur flatsch, flatsch, flatsch machen gehört. Und das Auto sah richtig vollgekackt aus. Und ja, dann muss man direkt in die Waschanlage, sonst geht ja der Lack kaputt. Alle Leute bleiben auf der Straße stehen und gucken, weil die machen auch einen riesen Lärm. Ja, es ist einfach dieses Zwitschern, sehr hohe und sehr laut. Und wenn es dann regnet, dann kommt zu dem Lärm also der Gestank. Weil hier riecht es dann immer wie in der Vogelvoliere. Und auf dem Spielplatz sieht's an schlimmen Tagen so aus. Pfui Teufel. So, dass man jetzt im hinteren Teil auch gar nicht mehr unbedingt dann auf den Spielplatz möchte. Also es ist wohl heute Morgen mal gereinigt worden. Es ist ungemein belästigend. Also der Geruch, den hält man kaum aus. Die Stadt hat schon viel versucht im Kampf gegen die Vögel und ihren Dreck. Die Bäume zurückgeschnitten, Ballons mit Raubvogelaugen aufgehängt, sogar Lautsprecher, aus denen Raubvogelstimmen erklingen. Den Staren ist das offenbar alles scheißegal. Es hat dazu geführt, dass die Stare circa 15 Minuten sich haben irritieren lassen und quasi ihre Schlafplätze dann mit leichter Verzögerung eingenommen haben. Aber jetzt kommen die schwereren Geschütze. Sprengmeister René Kraus bereitet alles vor. Wir machen halt einfach Lärm, also Knaller auf dem Boden erstmal, um natürlich halt auch die anfliegenden Vögel nicht zu beschädigen, wenn man es mal so sagen darf, ne, dass die nicht verletzt werden. Und einfach nur durch die Frequenz, durch den Druck dann halt zu vertreiben, dass sie Angst kriegen und sich dann halt ein anderes Plätzchen suchen. Die Stare sollen auf keinen Fall verletzt, nur erschreckt werden. Auch der Vogelschutzbeauftragte ist dabei. Ich habe es am Anfang unterschätzt, dachte, die Leute würden sich mit Unrecht beschweren und bin dann hier hingefahren schon vor einem Jahr und habe festgestellt, dass die Kotverschmutzung schon ganz extrem ist. Da muss man eben dann schon Schutzgüter gegeneinander abwägen. Wir haben auf der einen Seite die Stare als faszinierende Vögel, wir haben aber auf der anderen Seite eben auch Kinder, die hier spielen wollen und diese Spielplätze benutzen. Und wir haben die Anwohner, die sich schon sehr über den Geruch des Starenkots beschweren. Um kurz vor sieben ist es soweit. Die Vögel kommen und die Show beginnt. Nach 20 Minuten Knallerei scheinen die Bäume leer zu sein. Und die Organisatoren sind zufrieden. Bis jetzt ist das Ganze immer noch ein Riesenerfolg, weil normalerweise jetzt schon mehrere Tausend dort sitzen würden. Und dieser große Schwarm, diese große Starenwolke, die ist eben weggeblieben. Obwohl, da kommen doch schon wieder welche, oder? Wir sind eben noch mal auf den Spielplatz gegangen und haben so alle 10 Meter einen Knaller losgehen lassen. Und da gab es schon die Ersten, die nur so 2 Meter hochgeflogen sind und sich gerade wieder gesetzt haben. Also die Ersten haben jetzt schon gelernt, es knallt zwar, aber uns passiert nichts. Tja, ganz schön schlau, die Vögel. In den nächsten Tagen soll nochmal geböllert werden. Trotzdem.